Guten Tag, herzlich willkommen hier am Set von Rubbel die Gats. Mein Name ist Matthias Schweighöfer, da hinten läuft der Detlef Buck. Detlef. Schreibt mir das mit Ä und TT oder was? Seine Familie. Der älteste ist Jürgen, das ist ein nicht geplantes Kind gewesen. Und dann kam der Basti, das ist Sandwich-Kind. Und dann kommt der Alexander. Und der Alexander hat dann auf der Schule noch den Jan kennengelernt. Und der Jan kam immer zum Mittagessen. Alexander ist Schauspieler. Und dann hat man aus der Not einen Tun gemacht, sodass der Jürgen so anfängt zu managen. Internationales Management, Jürgen Honk. Ich gehe doch zu keinem Casting mehr, das du organisiert hast. Schade eigentlich, denn diesmal ist es Hollywood. Das Gute ist halt auch, dass er Schauspieler ist, deswegen kommt er nochmal von einer anderen Richtung. Der kann das einfach auch nochmal viel deutlicher machen, was er wirklich genau möchte. Buck ist Mädchen für alles. Er macht Regie, er spielt selber mit. Er braucht immer die Leichtigkeit und die Spontanität und das ist bei einer Komödie eigentlich auch total wichtig. Er hält die Leute durch seine Art so bei Laune auch. Er regiert nicht so von oben herab, sondern er lässt auch ganz vieles zu. Ich bin informiert. Mindestens 20 Drehtage kommen auf dich zu. Was hast du nun? Das geht nicht. Wie? Wieso ja nicht? Bist du schon wieder sensibel? Ich habe mit der Hauptdarstellerin geschlafen. Eben gerade? Was macht ihr denn da drin? Nein, gestern. Das ist die von gestern. Mann, Sarah Voss, woher soll ich die denn kennen? Mensch, woher kennst du denn George Clooney, den Part von der Coca-Cola? Es passiert sehr viel und es ist Rubbel die Gats frisch und frei und frech.